In der Nachkriegszeit galt Hans Abich, Jahrgang 1918, als einer der profiliertesten Filmproduzenten. In den 70er Jahren war er Programmdirektor der ARD. Er starb 2003. Vor 2 Jahren dann geriet sein Name in die Schlagzeilen. Ein Artikel in der Wochenzeitung Die Zeit hinterfragte Abichs Rolle während der Zeit des Nationalsozialismus. Jetzt gibt es ein neues Gutachten über Abichs NS-Vergangenheit, das die Historische Kommission der ARD in Auftrag gegeben hat. Bei Radio Bremen begann 1960 seine Zeit beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. 1973 wurde Hans Abich Programmdirektor der ARD. Er gilt als Miterfinder der Tagesthemen. Über seine NS-Vergangenheit sagte er in einem ZDF-Interview im Oktober 1990: Bei mir ist der Seifensieder des Kritischen überhaupt aufgegangen, 38 in Berlin, in dem Jahr, in dem die Ausschreitung gegen die jüdischen Geschäfte, Synagogen und so weiter kam. Da war es. Die Kristallnacht. Ja, das war. Das war. Von da war Argwohn. Doch laut dem Gutachten, das der Historiker Thomas Birkner jetzt im Auftrag der ARD erstellt hat, war Abich auch nach 1938 fürs Propagandaministerium tätig, unter anderem für die Studentenzeitschrift Sieg der Idee. Das sei ein Widerspruch zu Abichs eigener Darstellung. Auch wenn es nicht in einem Bereich war, der jetzt stark Hetzschriften verbreitete, aber er war eben schon in diesem Teil dieses Systems. Die Arbeit von Hans Abich müsse jetzt neu bewertet werden, sagt der ARD-Vorsitzende Kai Gnifke. Der hatte natürlich seine Verdienste als Filmproduzent, als Intendant, als Programmdirektor. Aber wir wissen jetzt mehr. Wir wissen etwas über seine Verstrickungen im Nationalsozialismus und wir wissen, dass er nicht aufrichtig damit umgegangen ist. Die Historische Kommission der ARD schreibt abschließend, Abich tauge nicht mehr als Vorbild.